Josef Vissarionowitsch Tschugaschwili wurde in großer Armut in der georgischen Stadt Gori geboren. Sein Vater Vissarion, der wegen seiner grausamen Art den Spitznamen Bieso trug, verdiente seinen Lebensunterhalt als Schuhmacher. Doch den größten Teil seines Verdienstes hat er versoffen. Seine Mutter Jekaterina hatte keine Ausbildung und unterstützte die Familie, indem sie unter sklavenähnlichen Bedingungen schwere Arbeit verrichtete. Josef hatte zwei ältere Geschwister, die jedoch im Säuglingsalter starben. Nur er, Benjamin mit dem Spitznamen Soso, überlebte. Sein Vater schlug seine Mutter täglich, der kleine Soso versuchte sie zu verteidigen und stach einmal sogar mit einem Messer auf seinen Vater ein. Dann schlug Soso auch ihn. Die Mutter klammerte sich an ihren Glauben, kleidete sich wie eine Nonne und hatte einen sehnlichen Wunsch. Soso sollte Priester werden. Sie war selbst Analphabetin und sprach zu Hause nur Georgisch, aber sie überredete den örtlichen Pfarrer in Gora, Josef Russisch sprechen und schreiben zu lehren. Damit war die Grundvoraussetzung für die Aufnahme in die theologische Schule in Gora erfüllt und Soso wurde Student.